Kleiner Ruckler wieder. Aber wir haben jetzt eh schon wieder eine Viertelstunde voll. Machen wir hier gleich mal wieder einen neuen Cut. Super lecker Fisch. Au. So. Hier wollte ich ja das Dach reinziehen. Dann sieht man das hier aber doch. Nee, ziehe ich jetzt doch durch. Wenn das Dach jetzt drin ist, wird der Raum an sich etwas höher werden. Und dann würde das dann wieder auffallen. Was haben wir jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gehen bis zu diesem Fenster hin. Das ist dann von hier auch 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, und hier dann wieder ein großes Fenster rein. Das überrascht mich jetzt, dass es genau symmetrisch ist. Doch. Müsste passen. Ich zähle lieber nochmal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier müssten es ja auch 7 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, geil. Intuitiv symmetrisch gebaut. Sonst ärgere ich mich immer stundenlang und reiß dann irgendwann doch wieder alles ein, weil es mir dann wieder nicht gefällt. Hier rein und hier und hier. Und nee, Erde brauchen wir gerade nicht. Was macht denn das Glas? Es brennt. So, jetzt sollten wir definitiv genügend Glas haben, um zumindest schon mal... Ach, weißt du was, das ziehe ich jetzt noch schnell fertig und grab mich dann durch. Wobei, durchgraben ist hier auch schlecht. Haha, wenn wir noch gar keine Tür für die Terrasse haben. Aber zumindest hier mal das Glas fertig machen. Und gleich wieder schlafen gehen. Ach, ist das herrlich mit dem Bett. Brennt noch fleißig. Jetzt wollte ich hier die Treppe machen, ne? Erstmal das Bett weg. Okay, das war jetzt mal ein klassischer Fail. Von da drüben wäre erst die Tür. Das müssen wir jetzt mal von oben angucken. Eigentlich müssten wir doch von hier dann schon runter. Das würde sogar relativ gut noch unten ins Bild passen. Das mache ich jetzt auch gleich mal. Der Boden wird eh noch aus Holz gemacht. Beziehungsweise da kann man auch noch ein Muster vielleicht auch reinmachen. Jetzt muss ich mal kurz husten. Nicht gehört. Ich habe mal ganz brav das Mikrofon gemutet. So, machen wir doch hier den Aufgang. Hm.
Das würde eigentlich jetzt gut passen, ja. Doch. Muss hier nur noch eins weiter rüber. Und jetzt hier ziemlich schmal, ne? Jetzt mache ich erstmal hier den Boden fertig, dass man das Bett gleich wieder aufstellen kann. Dann kommt die Treppe. Eigentlich tue ich mir sonst nicht so schwer, hier etwas zu kreieren. Aber irgendwie... weiß nicht. So, dann haben wir hier noch Platz für eine Kiste und ein paar Bücherregale. Sehr kleines Schlafzimmer. Aber es erfüllt seinen Zweck. Das kann man ja später immer noch umbauen. Ja, wobei die Breite muss ich so lassen. Dann kann man ein schönes Spitzdach machen. Nee, kann man eigentlich nicht. Ja, wobei mit Half Steps würde es gehen. Aber momentan hauen wir uns noch ordentlich die Rübe oben an der Decke an. Muss hier leider alles weichen. Treppen, glaube ich, hatte ich unten noch. Ach, ganze drei Stück. Ich werde verrückt. Ah, machen wir gleich noch ein paar mehr. Ja, das erfüllt seinen Zweck. Das muss erstmal reichen. Mach gleich mal mit dem Boden hier weitermachen. Ach, Türen wollte ich machen. Verdammt. Ich verrenne mich immer in andere Dinge. Oh, Schwert packen wir mal dahin. Nicht ausrichten. Ach, scheiße, das geht ja nur, wenn sie genau nebeneinander sind. Ach Mensch. Dann mache ich nur in die Mitte die eine Tür. Kann ja dann die Scheibe noch etwas erweitern. Aber so ist es mal grottenhässlich. Bisschen Glas haben wir noch. Na super. Das nenne ich mal Verschwendung auf höchstem Niveau. Eigentlich müsste noch fast ein Zaun rum, damit man hier nicht runterfällt. Allerdings haut das dann mit dem Schlafzimmer ja nicht mehr so hin. Puh. Mal was probieren. Keine Ahnung, wie es aussieht. Aber ich fürchte, das wird jetzt mal wieder ein klassischer Mega-Fail. Sieht schon ein bisschen seltsam aus. Dann mache ich das jetzt mal so, dass es zumindest noch ein bündiges Bild ergibt.
Ach Mist. Und schon wieder Holz ausgegangen. Aber ich habe hier meine tolle Axt. Ach, hätte ich ja nicht gleich wieder Bäume pflanzen können. Ach, guck mal, hier ist er schon gewachsen. Ein braver Baum ist das. So. Ich bin echt schon gespannt, wie oft ich jetzt hier dann wieder alles umbauen werde. Ich habe so die Angewohnheit, ein bisschen häufiger dann einfach meine Wohnungen wieder niederzureißen und komplett anders zu gestalten, weil mir irgendwann die Optik überhaupt nicht mehr gefällt und die Ideen irgendwann einfach auch besser geworden sind. Aber fang mal erstmal mit kleinen Brötchen an, würde ich sagen. Niederreißen kann ich ja immer noch. Beziehungsweise eigentlich dann komplett neue Wohnungen bauen. Das kann ja ein richtiger Komplex werden. Vielleicht dann auch noch in den Berg rein. Pflanzen wir gleich mal wieder. So, da sieht's gut aus. Je nachdem, wie groß die Höhle ist, bietet sich's vielleicht sogar an, in den Berg zu bauen. So, zum optischen Abschluss müsste hier eigentlich auch nochmal Baumstämme hin, die ich jetzt natürlich alle weg habe. Was mich aber irgendwie auch nicht wundert. So. Teile des Bodens können wir auch schon gleich fertigstellen. Oh. Time to say goodbye. Na wunderbar. Nee, noch hau ich nicht ab. Noch müsste mich ertragen. Ich bin echt mal gespannt, wie das dann von unten aussieht in dem See. Wenn hier zur Hälfte Holz ist. Aber ich glaube, ich ziehe dann da komplett Holz durch noch. Damit es von der Optik her einfach auch einheitlich ist. Ach super. Ich könnte sie jetzt auf meine Maus schieben, dass sie hängen würde. Aber es würde mir echt keiner glauben, denke ich mal. Wobei mein Mauspad hier echt schon bessere Tage gesehen hat. Ist langsam auch etwas hinüber. Da bleibt die Maus auch immer so wunderbar an so tollen Wellen dann hängen. Ja gut, wird vielleicht mal Zeit für ein neues. Es war eigentlich gerade Weihnachten, hätte ich es mir eigentlich selbst eins schenken können. Wobei selbst schenken kann man eigentlich immer. Ne? So, 5 Stück haben wir noch. Reicht nicht mehr für viel, aber 1, 2, 3, 4, 5. Keine Löcher überlassen. Sonst falle ich da eh wieder rein. Na. Ich hoffe nur, es spawnen keine Monster hier oben, dass es hell genug ist. Na, die Seerose hängt. Beziehungsweise ich hänge an der Seerose. Jo, noch was über? Nö. Ah, wunderbar. Der Weizen wächst und wächst. Ja, wobei, so viel muss man eigentlich gar nicht mehr austauschen. Aber das wirkt eigentlich ganz cool. Mit dieser Holzdecke. Hier noch was. Zäune, genau. Pack jetzt mal lieber mein Schwert aus. Ich trau dem da oben nicht so. Beziehungsweise die Spinnen können ja auch noch drüber klettern. Gehe ich vielleicht doch mal noch ins Bett. Und hier muss noch eine Tür ran. Ja. Was wollte ich jetzt tun? Genau.
Zäune. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Das haut so überhaupt nicht hin. Oh, das war echt hässlich gewesen. Jo, gleich mal wieder neue Bäume pflanzen. Ach, guck mal. Knochenpfeile.